Au. Fazit, Koblut hüpft hier rum, wie so ein junges Reh. Ja. Geil. Gott, meine Batterie, das sagt mir auch keiner, meine Batterie ist gleich leer. Ich fühle, der Chat ist nicht aufmerksam, ne? Der warnt dich nicht vor schlimmen Ereignissen. Ich glaube, die wollen, dass schlimme Ereignisse passieren. Das ist, glaube ich, ihr das Problem. Ach so. Die haben ja bei dir eine Wette am Laufen. Bei Koblut, tatsächlich. Stimmt, ich brauche gerade einen Batteriecharger. Danke. Ja, schau. Haben wir kein Eisen mehr? Chat ist doch aufmerksam. Ich habe gerade nachgefüllt. Müsste jetzt hier laufen. Ich glaube, beim letzten. Hatten wir nicht noch irgendwo so eine Lampe rumfliegen? So eine persönliche Trage. So eine Tragelampe irgendwie? Hatten wir doch eine, ne? Wo ist denn die hingekommen eigentlich? Ja, der ist eigentlich zum Batterielampenzeug. Eigentlich. Aber er lädt gerade nicht. So eine tragbare Lampe war doch im Länder drin, oder? Nee. Wo kann man denn die bauen wiederum? Im Elektronikprinter. Ah! Aber was ist da? Baut Koblu gerade? Ey, wir müssen wir müssen unbedingt, ganz dringend, müssen wir die ganzen Maschinen umbauen. Also wir brauchen echt einen richtigen Werkstattraum. Das ist so zäh gerade. Meinst du, wir brauchen einen Stacker? Ich muss an jeder Maschine und dann nochmal an die Stacker ausgehen in einem Sammelrohr, wo dann das Zeug am Ende bei rausfällt. Irgendwie so. Das ist so nervig gerade. Ich baue jetzt auch schon mal ein paar Iron Sheets hier vor. Damit wir dann später mit dem Ausbau der Base weitermachen können. Was heißt später? Jetzt dann gleich. Iron Sheets werden wir durchbraten, als gäbe es keinen Morgen mehr. Mhm. Brauchen wir so viele normale Kabel? Ja, früher oder später sowieso. Ja, das stimmt tatsächlich. Aber ich warte mal, ich beende es mal ganz kurz, weil ich diese blöde Lampe suche. Jojo. Die einfachen Kabel brauche ich definitiv für. Für? Die ganzen Codes und das Ganze für die Programmierungen von meinen Solarpanelen. Ah ja. Mhm. Da haben wir auch nicht mehr drüber geredet, ne? Ich glaube, wir wollten auch noch drüber sprechen. Wie was? Die Solargeschichte. Da bekomme ich schon die Unterstützung vom Chat. Das ist schon alles geklärt. Aber es dauert noch. Ich muss erst einmal den Komplex aufbauen. Moment, nee, das wollte ich nicht. Genau, Batterie. Dann gehen wir wieder nach draußen. Habe ich jetzt alles. Iron Frames habe ich. Eisenplatten, wo sind meine Eisenplatten? Hä? So. Egal, ich habe hier keinen Platz in dem Inventar. Koblu, haben wir schon Rahmen? Was? Rahmen? Rahmen schmeckt lecker, ja. Was? Richtiger Kost. Ja, ja, ja. Aber Rahmen sind wirklich geil. Also da muss ich leider. Mega geil. Hätte ich jetzt voll Bock drauf. So ein geiler Bowl mit Rahmennudeln. Oh, wir haben kein Eisen Red mehr. Red Bull mit Rahmennudeln? Hast du es was? Was? Die Österreicher und ihr Red Bull. Ja. Red Bull mit Rahmen? Pazzi! Andere werden dafür gelyncht, dass sie Pizza Hawaii mögen. Das ist aber auch nicht in Ordnung. Ihr seid gar nichts mehr. Die Österreicher werden hier schon wieder mal gemobbt. Ja, du willst Red Bull in Rahmen kippen, also ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das ist begründet. Ich habe nicht von Red Bull gesprochen. Aber ihr trinkt alle Red Bull, aber wir sind die Bösen. Ich trinke keinen Red Bull. Ich auch nicht. Kriege ich Herzflattern von. Herzflattern? Ja, da bin ich mal so aufgeregt. Ach so.
Ungefähr so wie wenn ich auch ströme, ne? Wenn ich hier streame, dann bin ich auch. Red Bull. Fast das gleiche. Man trinkt Red Bull für Herzflattern. Ja. Ich glaube, bei mir wirkt das einfach nicht mehr. Alles, was koffeinhaltig ist, spüre ich einfach nicht mehr. Das ist einfach, ist rum. Du, das spüre ich auch nicht mehr, dass ich Koffein trinke, aber ich trinke es dennoch. Sag mal, wir haben mittlerweile 27 Kilopascal in der Base. Oleg! Kann mir bitte einer Iron Walls anwerfen? Ich habe zu wenig. Walls? Bist du sicher? Ja. Walls und Iron Sheets brauche ich Millionen. Mindestens. Bist du sicher, dass es hält? Ja, weil ich da dafür sorge, dass kein Vakuum und nichts entsteht. Da wird es offen lassen. Und permanent die Luftzirkulation da ist. Mhm. Also sprich, da kommt eine Passive Rains rein. Da kann ich mal 50 Sheets, lege ich dir mal in die Ecke rein. Weißt du, wie soll ich sonst deinen Solarkraftwerk bauen? Das ist richtig. Iron Walls, sagst du? Sind die Dinger? Kit Iron Wall, ja. Ich lasse dir mal ein paar durch. So, wie viel haben wir da noch drin? 6,4. Wird das mehr oder weniger? Bin mir nicht sicher, wo es hin will. Ist auf jeden Fall kühler als die Raumtemperatur, was schon mal ein sehr großer Vorteil ist. Wird das mehr oder hält sich das? Zuckt die ganze Zeit. Drake, einen wunderschönen guten Abend. Hi. Ich hab's einfach verpasst. Das macht überhaupt nichts. Herzlich willkommen hier. Hi. Okay, also die Rohr im. Das Rohr entlüftet sich nach und nach. Das darf auch ruhig ein bisschen langsamer gehen. Wir können es danach wieder pumpen. Es wird auch besser mit der Raumgeschichte hier. Hier wird auch mehr Druck immer weiter reingefüllt. Das ist auch gut. Jo. Howie soll auch nabend. Howie. So, ich glaube, das klappt ganz geil hier eigentlich. So. Das schaut immer so ganz wüst aus, wenn hier so viel Zeug produziert wird und dann sind es halt nur 20 Rahmen oder so, ne? Ja, das ist immer super wenig, aber es sieht nach so viel. Unglaublich viel, ne? Ja, mal gucken, ob Party mit 30, 40, 60 Rahmen zurechtkommt. Ein Zwerg verlängert sein. Enrico, dankeschön für den 9. Danke vielmals! Sortierblue heute mal. Der Sortierblue? Ja. Sortier mal ein bisschen unsere Base. Das ist gut. Zumindest so grob, damit wir mal ein bisschen besseren Überblick kriegen, was wir eigentlich besitzen und was nicht. Mhm. So, ich glaube, das sollte eigentlich Parzibert hier reichen. Ich mache dann weitere Iron Frames, davon werden wir auch Millionen brauchen. Und dann schauen wir weiter. Dann fange ich draußen schon mal an, wenn ich jetzt noch mal so 2-3 Stacks Iron Frames habe, fange ich mal an, wirklich mit ein bisschen was rauszugehen. Ich brauche auf jeden Fall die zweite große Batterie dafür. Ja, sonst wird das eine unangenehme Nummer. 30er Stacks, okay. Enrico, wir könnten die Kühlung auch in Reihe schalten. Ja, klar. Das Konzept ist im Prinzip, das wäre auch mal eine Testvariante, die ich ausprobieren wollen würde, ja. Wobei das letzten Endes ja die Hitze in selbe Abgasrohr reinpumpt, ne. Ich warte jetzt einfach mal, vielleicht, das dauert jetzt noch ein bisschen, bis das X-Rohr voll ist. Wir können mal ganz kurz gucken, wie viel im X-Rohr eigentlich denn tendenziell drin ist. Und dann schauen wir einfach mal. Hier ist unser sind jetzt mittlerweile 8 Megapascal drinnen, reines X.
bei 458,6 Grad. Kommt immer mehr rein. Wie viel sind im Vorrohr? 5 Megapascal. Sinken bei 350. Das ist natürlich auch interessant. Die Pressure Efficiency, das was an Umgebungsdruck da ist, ist viel zu gering. Aber die Idee ist halt, wie gesagt, das Ding ist halt, das Abgasrohr nimmt ja die herausgenommene Energie auf, ja, also quasi die Hitze, und dadurch steigt ja die Temperatur im Abgasrohr. Und das wird trotz alledem ja immer runtergekühlt, also es steigt nicht immer weiter an, sondern es bleibt immer kühl auf der Venus-Atmosphäre oben. Mal gucken. Also ich denke mal, die Base ist schon deutlich kühler als das. Also wir haben schon 100 Grad runtergekühlt hier in der Base. Na, das ist schon viel, viel angenehmer. Jetzt müssen wir mal gucken, wie weit das geht mit einer Maschine aktuell. Weil für mehr bräuchte ich definitiv viel, viel mehr Möglichkeiten. Späti, das mit der Leere funktioniert nicht mehr. Das kann keinen Temperaturausgleich mehr herstellen. Also, früher hat das funktioniert, wenn du ein Vakuum gebildet hast, dass du die ganze Hitze ins Vakuum quasi löschen konntest. Das geht jetzt nicht mehr. Da bleibt die Hitze im Vakuum einfach in sich bestehen und kann aber nicht mehr nach außen abgeben. Das heißt, du leitest ein Rohr zum Beispiel durch einen Vakuumraum, machst da Radiatoren dran, passiert gar nichts. Ja? Das war früher nicht so, in der letzten Staffel war es zum Beispiel nicht so. Jetzt ist das genau das Problem, dass du irgendwie mit der warmen Luft umgehen musst. Das heißt, du kannst nicht mehr so easy einfach Temperatur löschen. Das war früher viel einfacher mit dem Raum, der ins Vakuum führt. Ich baue ein Vakuum, mache da Radiatoren hin und kann die Temperatur im Prinzip unendlich ins Leere bringen. Die Waste-Leitung der Klima soll doch druckleer sein. Dann funktioniert sie aber, meine ich, nicht. Dann brauchst du ein Gasgemisch da drinnen, wie X zum Beispiel, was enorm starke Möglichkeit hat, Wärme abzuführen. Ja? Also das, was du ja im letzten Endes im Kühlrohr früher auch schon drinnen hattest. Also ich denke mal, da wird irgendwo so ein Druck bei, keine Ahnung, 20 bis 40 Megapascal wohl optimal sein, um die maximale Möglichkeit der Wärmeleitung hinzubekommen. Müssen wir mal gucken, ob das so geht, aber roundabout. So. Okay, ich nehme jetzt gerade noch die letzten Iron Frames hier auf. Pazi, deine Sachen liegen im Eck, genau, hast du gefunden? Super. Und super, danke, habe ich gefunden, ja. Jo, perfekt. Dann düse ich jetzt dann gleich mal nach draußen, aber irgendwie wird die Temperatur hier gerade so warm. Warum ist denn hier plötzlich so warm? Keine Ahnung. Ich habe gerade die Base betreten, vielleicht liegt es daran. Wir haben jetzt plötzlich 376 Grad hier auf dem Kessel drauf. Und ich weiß nicht wieso. Ja genau. Solarpaneele. Große Solarpaneele. Das Pipe Network ist es nicht. Stahl, Kupfer. Kupplupe, warst du gerade im Schmelzraum irgendwie? Nee, ich war nicht im Schmelzraum. Ah, ich fürchte, ich weiß, woran es liegt. Stahl wird auch schon langsam wieder Mangelware. Wir kühlen auch unsere Rohre aus dem Schmelzraum, kühlen wir auch ab. Und deswegen dauert das jetzt ein bisschen länger, bis die Temperatur fällt, als es beim letzten Mal noch der Fall war. Was ist denn hier drin? Gold. Also Gold ist nicht da drin, Gold benötige ich noch. So hätte ich geachtet. Alle fragen sich wieder, warum läuft der Ofen schon wieder nicht? Ja, ja, das mit dem Ofen, ey. Ich schaue es mir gar nicht mehr an, ich traue mich einfach nicht mehr. So, ich gehe jetzt mit... Nicht anschauen, hilft uns aber nicht. Das sagst du jetzt nur so aus Frust, ja. Ich gehe jetzt mal raus. Machen Sie das. Ah ja, okay. Ich dachte jetzt, warum geht das nicht? So.
wir bauen jetzt mal ein bisschen an der Base draußen. Würde ich vorschlagen. Ne? Ach, schön hier. Also nicht schön hier, aber ihr wisst, was ich meine. Partybären, wir haben schon ein Riesenkonstrukt schon wieder am Start. So, lass mal ganz kurz gucken. Ah ja, okay, alles klar. Hier ist die... Hier gibt das raus. Da hinten ist der Schmelzraum. Okay. Wir müssen quasi den Bereich hier, wo Pazi schon drauf gebaut hat, müssen wir überbauen. Check. Nope. Aber da oben, das kommt ja eh weg. Also oben am Dach. Ja, das ist schon klar. Wir ziehen jetzt mal die Base erstmal gerade. Weil die ist ein bisschen, wir haben die halt in der Not und auch in der Eile, ehrlicherweise, so ein bisschen schwierig gebaut, glaube ich. Das Kabel soll jetzt Paneele setzen, wenn du es einfach. Wenn ich es einfach haben will. Einfach. Was? Wow! Oh. Ah, ich habe vergessen, wie Graben in Station Years jetzt mittlerweile ist, ne? Ne, auf der Venus. Auf der Venus, ja. Auf der Venus ist. Es ist nicht überall so. Es gibt nach wie vor das einfache Graben. Nur Venus möchte dich gerne töten. In allem, was du tust, ja. In all deinen Belangen. Vier IO-Chips, ein Memory, ein Math-Unit, ein Sensor. Das ist ja voll viel. Boah, das ist voll anstrengend. Das hat mir keiner gesagt, als ich da hergekommen bin, dass es so viel Arbeit ist. Doch, das hat ja jeder gesagt. jeder wusste das. Ja? Jeder wusste es, nur ich nicht. Und ich habe nicht aufgepasst. Du hast einfach im Briefing nicht aufgepasst. Ja, was kann da schon schief gehen? So, pass auf, wir machen jetzt folgendes, damit ich hier besser weiterbauen kann, mache ich jetzt erstmal die Bodenbegradigung. Und in dem Fall mache ich jetzt erstmal. So. Auf geht's. So. Lord Mikko fragt, ob wir die Maschinen schon upgraden können. Ich glaube, da fehlt uns noch irgendwas, was aus dem Ofen kommt. Wahrscheinlich Aloy oder irgend sowas. Also Aloy, die von Forbidden West, von Horizon Zero Dawn, diese Aloy. Die auch noch? Ja, weiß ich nicht. Die fehlt mir definitiv. Er würde wir Maschinen zähmen und gemeinsam den Sonnenuntergang entgegenreiten. Ich sehe das irgendwie nicht so, aber ja. Meinetwegen auch das, Pazibert. Das ist die österreichische Form von Romantik, glaube ich. Den Sonnenuntergang reiten. Und Maschinen zähmen. Maschinen. Das auch. Maschinen zähmen. Romantik-Level durchgespielt. Ich merke gerade wieder, wie wahnsinnig viel ich an Eisenplatten und an Frames brauche. Wenn einer drin ist gerade, ihr dürft das gerne jederzeit, wenn die Maschine stillsteht, einfach mal anwerfen. Power auf 90. Eisenplatten?
Also alles Eisenplatten, Frames, was dir gerade, was gerade. Hauptsache das Ding läuft nicht still. Das ist in die Richtung 90. Weil ich habe jetzt gerade mal einen Boden, ein erstes Fundamentteil von der neuen Base gelegt und ey. So, ich brauche die Chips noch. Das ist. Ich habe halt keinen Platz. Das in meinem Inventar. Mein Inventar ist so vollgemüllt. Ich tue jetzt mal die Dinge da wegen die Batterie ist leer. Weiteren Fenster. Ich mache nochmal den Glaskasten dazu. Da können wir hier auch gleich mal den, apropos Glaskasten, können wir hier nämlich auch mal langsam anfangen weiterzubauen. Braucht dann auf jeden Fall Passive Vents. Können wir dann ausbuddeln noch. Dann kommen wir nämlich wieder auf Parzis Level hier. Oh, so tief. Entschuldigung. Bitte? Was? Boah, Sonne geht gerade auf. Also ich würde jetzt mit Parzibär den Sonnenuntergang reiten, aber der will mich immer nicht. Also Zwerg, das habe ich niemals gesagt. Oh. Wenn ich mit einem in den Sonnenuntergang reiten würde, dann wäre das du. Oh. Niemand andere. Alter Charmeur, weißt du? So. Okay, wir müssen jetzt mal ein paar Sachen auf, Batterien ein bisschen aufladen. Das wird jetzt ein bisschen dauern. Aber das macht nichts, weil wir haben wahnsinnig viel auch verbraucht. Nein! Doch. Ich bin ins Loch reingefallen. Wo bist Wieder du reingefallen? Mal. Ja, ich habe da noch nicht zugeschweißt. So. Da bin ich reingefallen. Und, ja. Wieder nicht aufgepasst, wieder ins Loch gefallen. Ach. Das passiert mir so oft. Sag mal, Ja? Die Schleuse, auf wie viel Druck ist denn die eingestellt? Ja, das Problem ist, die Schleuse können wir doch nicht wirklich auf einstellen, weil sich der Druck momentan so derartig ändert. Davor hatten wir nämlich nur 19 Kilopascal, jetzt haben wir 36 und sie ist eingestellt auf 100. Wir haben noch zu wenig Druck in der Base, aber das wird schon. Also, wir sind momentan ungefähr bei der Hälfte. Das große Problem ist, dass wir momentan irrsinnig viel Druckschwankungen haben. Das ist das größte Problem. Das heißt, du kannst die Schleusen nicht wirklich auf einen Druck einstellen, weil der beim nächsten Mal. Ja. Deswegen glaube ich, sie jetzt lassen bei 100, weil es hat halt einfach keinen Sinn. Weil sonst müsste ich jedes Mal mit einer Diskette rein und jedes Mal umstellen. Da warten wir halt 5 Sekunden länger. Mhm. Gut. Ich lade die Batterie noch schnell auf und dann geht's weiter. Gut. Enrico, der Server ist powered by Zwerg Server. Der läuft quasi selbst hosted. Alles ja. Also wieder in der Mitte. Die ganze Welt existiert quasi im Zwergnetz. Ja. Meinem ganz persönlichen Netz. Und ja, dann würde ich gerne nachher wieder so einen fetten Turm bauen, hier einfach in die Höhe. Oh ja, so, mit Licht in alle Richtungen. Ja, das hat man, habe ich am Mars gemacht, das hat mir am Mars irrsinnig gefallen. Den Parzi Tower. Genau, der Parzi Tower. Und da oben ist nachher meine Schlafkabine. Deine alleine? Mit Aufzug? Ja. Nee, das weiß ich nicht. Also im Aufzug ist so eine heiße Nummer, ne? Kann natürlich gut funktionieren. Ach, der Aufzug musst du vorstellen, ich baue heute im Parzi Tower ein Hochhaus mitten auf der Venus und dann funktioniert der Aufzug nicht. Oder du fallst plötzlich einfach laufen. Auf der Hälfte, fallst du einfach plötzlich kurz vor Ziel durch den Aufzug durch. Du kannst ja ringsrum, kannst du ja den, so ein Treppenhaus bauen. Ja, genau so. Nottreppenhaus. Ja. Und wenn der Aufzug stecken bleibt, wer macht nachher die Feuerwehr? Naja, Feuerwehr ist auf der Venus immer so ein ganz eigenes Thema, ne?
ob man die braucht. Die Feuerwehr hätte sicher sehr viel zum Arbeiten auf der Venus. Durchgehende Brände, überall. Alter Schwede, die Batterie ist immer noch nicht geladen. Gott, die Eisensheets sind schon wieder leer. Ich habe schon wieder keine Eisensheets. So, auf jeden Fall. Ich brauche Chips. Ich denke, Patsy, es wär so ein Schlafzimmer ganz oben auf dem Turm, den du nur mit deinem Jetpack erreichst. Mit einer eigenen Landeplattform. Gott. Ja, genau. Fliegst du mal ewig, bis du da oben ankommst. Ich weiß gar nicht, ob du so hoch kannst. Je nachdem, wie hoch du das baust. Ich glaube, das Jetpack hat eine gewisse Höchsthöhe, die du erreichen kannst. Ah, ist fast fertig. So, jetzt gehen wir nochmal ganz kurz mit dem Tablet durch und schauen mal, dass hier nichts explodiert. Gerade blöd. Also die Temperatur in dem Ausgangsrohr sinkt auf jeden Fall. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Hier haben wir 11 Megapascal drin. Was sagt die Anlage? Wird besser? Vorrohr? Ist ein bisschen zu wenig im Vorrohr. Aber ich will das nicht weiter aufdröseln. Wir brauchen unbedingt eine Werkhalle. Das ist sowas von unglaublich nervig. Spell die doch nicht im Sturm. Im Sturm? Ja, das ganze Ding wird dann ein riesen Glaskasten, wo der Sturm nicht hinkommt. Der Dome, ja. So, ich gehe gleich wieder raus. Müsste jetzt gleich wieder aufgeladen sein. Dann baue ich draußen weiter. So, lass mal laufen. Koblu, glaube ich, du hast noch genug Eisen, oder? 2300 ungefähr. Okay. Reicht noch für ein Kühnchen. Ich bin so ein Kamel, ne? Ich lauf los und vergesse die Batterie mitzunehmen. Da steht Pazibär da draußen. Schau ihn dir an. Ganz alleine wieder? Ja, ja. Schau da einfach so rum. Jetzt sieht er mich. Und jetzt ist er gemutet und kann mit uns nicht reden. Achso, sorry. Ich rede die ganze Zeit mit euch und Tommy. Ich weiß doch, wie das hier läuft. Ja, ich kenne auch das. Vielleicht wollte er sich auch einfach nur ein Thema machen. Achso. Na, da wartet er normalerweise auf Sturm- und Schmelzvorgänge, ja. Ja, das habe ich von einem anderen gelernt. Von einem Code Blue. Einem Code Blue also. Ja, mit V auch. Okay. So, Leute. Dann holen wir mal die Batterie noch mit. So. Können wir eigentlich große Batterien bauen? Oder was fehlt uns dafür? Also diese starken Batterien? Starken Batterien brauchen Eloy, Elektron, irgend sowas. Eins von beiden. Ah. Also nichts für uns momentan. Ja, okay. Ja gut, wenn wir dann die Erweiterung haben, vielleicht schon eher. Draußen ist der Sauerstoffverbrauch enorm. Irre, ne? Wirklich brutal. Das ist wirklich brutal. Ich war die ganze Zeit jetzt innen drin und ja. Da merkst du davon nicht viel, ne? Ja. Also draußen erstmal der Waste Tank füllt permanent instant auf, also wirklich quasi instant auf.
Und dann zusätzlich, was ich momentan an Sauerstoff verbrauche, ich bin schon wieder nur bei 2000 Kilopascal. Weil ich einfach permanent Oxygen bekomme. Das Problem ist, der ist halt mittlerweile so heiß, dass anscheinend auch an meine Innentemperatur, oder sobald ich einen Schnupfer vom Sauerstoff nehme, in die Höhe steigt. Das ist echt bitter. So. Einmal am Tag und du hast zwei. Das kann man ja schon mal so hinlegen. Ein Mining Backpack ist quasi. Vielleicht hier rein. Als Hardsuit Backpack, ja, ne? Genau.